Endlich ist es soweit, ich habe die detaillierten Spoiler zu One Piece Kapitel 1057 und das ist wirklich das letzte Wano Kuni Kapitel. Wano Kuni ist jetzt abgeschlossen, die Strohhüte sind auf offener See, es geht weiter. Und in dem Kapitel selbst sagt Law einen Satz, der mich extrem verwundert hat. Was alles noch in den Spoilern passiert, werde ich euch gleich erzählen nach dem Intro. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, ich habe die Spoiler natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist eine sehr detaillierte Zusammenfassung von Redon. So detailliert, dass ich sage, es gibt diese Woche keine Review, denn das ist wirklich schon fast das ganze Chapter. Und wie gesagt, der Wano Kuni Arc ist abgeschlossen. Ich werde am Ende dieses Videos nochmal kurz ein Fazit machen. Wirklich nur in kurzer Form. Nächste Woche haben wir keine Pause. Das bedeutet, wir kriegen direkt wieder ein Chapter, neue Spoiler und die werden halt maximal interessant, denn Wano Kuni ist nicht mehr. Die sind jetzt von Wano Kuni losgesegelt. Das bedeutet, jedes Kapitel, was wir nächste Woche haben, jedes Spoiler, was kommen könnte, sind maximal interessant. Jetzt aber erstmal zu diesem Chapter. Es ist wirklich so ein Abschlusschapter, muss man sagen. Auf der Coverpage haben wir halt Caesar, der die Germa rettet vor Katakuri und Oven mit seiner komischen Gasattacke, mit seiner Giftgasattacke. Und wir kriegen hier in Form eines Lehrers, der Schülern oder Leuten dort, in Form eines Gedichtes, das alles erzählt, wie Wano Kuni jetzt zurückerobert wurde von Kaido und alles mit den neun roten Schwertscheiden, Momo und alles wird erzählt. Und das zieht sich so ein bisschen durchs Chapter, dass die Geschichte nacherzählt wird von den neuen Helden sozusagen von Wano Kuni. Momo regt sich extrem auf darüber, wie gesagt, dass Yamato nicht Bescheid gesagt wurde von Ruffy, dass sie jetzt Wano verlassen. Aber Yamato sagt direkt selbst auf dem Weg zum Hafen zu Momo, dass er nicht mitsegeln wird. Er hat es Ruffy schon gesagt und der Crew. Denn Yamato will erstmal genau wie Oden Wano Kuni erkunden. Das Land Wano Kuni in seiner Gänze auf den Kopf stellen. Genauso wie Oden erstmal Wano Kuni erkundet hat, will Yamato auch jetzt Wano Kuni erkunden und danach erst in See stechen. Und das wird auch passieren, denn Ruffy hat in diesem Chapter, wie gesagt, Yamato, Momo und Kinemon erzählt, beziehungsweise gefragt, wenn ihr in See stechen wollt, sagt Bescheid, ich hole euch ab, ich nehme euch mit, dann könnt ihr Piraten werden, so hat Ruffy das gesagt. Und es wird auch passieren, die Frage ist halt wirklich wann, es ist ja nicht mehr viel Zeit. Und ihr wisst ja alle, Oden hat diese ganzen Orte gesehen, an denen Roger war. Das bedeutet, Ruffy müsste am Ende Yamato abholen und müsste dann nochmal so, genau wie Roger es gemacht hat, noch einmal komplett die Grand Line umsegeln. Alle Orte besuchen auch, wo jetzt Ruffy schon mal war, wie jetzt Water 7 zum Beispiel, wo ja Oden auch war, dort hat er ja damals auch Franky getroffen. Und ich denke, wir kriegen genau diese Szenen, genau dieser Schnelldurchlauf, den wir bei Roger bekommen haben, den kriegen wir später auch mit den Strohpiraten, dass die nochmal die ganzen Orte besuchen, die Leute besuchen, vielleicht bevor sie auf Laugh-Tale sind, weil Laugh-Tale vielleicht komplett auf der anderen Seite ist oder so, oder sie nochmal irgendwie alle Orte besuchen müssen oder vielleicht die Leute zusammen trommeln für den letzten Krieg oder irgendwie sowas. Es muss auf jeden Fall so gemacht werden, dass Yamato auch diese ganzen Orte besucht, wo Oden war. Und ich frage mich, wie Oda das hier macht. Ob er wirklich die Strohhüte dann komplett nochmal die Grand Line umsegeln lässt, so in einem Schnelldurchlauf und wir sehen, dass sie an allen Orten sind und Yamato ist dann dabei und so. Ja, ich bin echt gespannt. Ansonsten ist es halt wirklich das maximale Abschieds-Chapter. Das ist einfach der Epilog, kann man sagen, nochmal so. Das Tschüss-Sagen. Man kriegt die ganze Geschichte in diesem Kapitel nochmal kurz aufgedrückt von Wano Kuni, Leute, die wir jetzt 4 Jahre hatten. Also Wano Kuni ging über 4 Jahre. Das ist wirklich ein geisteskrank langer Arc. Und es fühlt sich ein bisschen unwirklich an gerade, dass die davon aufbrechen, von Wano Kuni. Und sie bedanken sich alle natürlich extrem bei Ruffy. So, und Ruffy wollte halt noch Momo ein Geschenk geben. Und ihr wisst ja alle schon, das ist die Flagge. Die große, riesige Strohhut-Piraten-Flagge, die Ruffy Momo gibt, weil es sein Territorium ist. Und er sagt es auch zu Momo, wenn du in einer schweren Situation bist, platzier die Flagge irgendwo in Wano, dass alle die sehen. Und wenn in Zukunft irgendein gefährlicher Typ hier ankommt, zeig ihm die Flagge. Sag ihm, wenn sie eine Hand an dir anlegen, haben sie es mit uns zu tun. Dann müssen sie mit uns kämpfen, weil es unser Territorium ist. So sagt Ruffy das hier. Er macht noch immer klipp und klar, dass Wano Kuni sein Territorium ist und dass jeder, der sich damit anlegen will, auch mit ihm ein Problem hat. Das ist das richtige Kaiser-Mindset, was Ruffy langsam drauf hat. Und ich bin absolut gehypt. Und damit endet auch das Chapter, beziehungsweise der Vorhang geht zu am Ende mit der Frage von Momo zu Yamato und Kinemon, wo sie die Flagge denn jetzt aufhängen. Und das ist wirklich interessant. Ruffy sagt hier noch die letzten Worte zu Yamato erstmal, dass Yamato aufpassen soll, hier auf der Insel, was sie auch kann. Meiner Meinung nach ist die Stärke technisch schon auf einem guten Level. Wir haben es auch gesehen, selbst gegen Green Bull sah Yamato jetzt nicht allzu schlecht aus. Und Green Bull ist, wie gesagt, ein Admiral. Das ist schon mit das Gefährlichste, was ankommen kann. Das war zwar eigentlich nicht so, das wissen wir, der wäre nochmal hochgekommen, der hätte sie auch hundertprozentig irgendwie besiegt, aber trotzdem hat sie mit ihrem Keulenschlag erstmal einen Admiral zu Boden geschlagen. Aber
es sah halt auch so aus, dass Momo da den Admiral Greenbull mit seinem Boro Breath verletzt hat, aber es ist am Ende ja nichts gewesen, so, der kann sich die ganze Zeit regenerieren und so, das ist Quatsch. So, wie dem auch sei, eine Sache, die mich wirklich gewundert hat, beziehungsweise erschüttert hat, kann man fast schon sagen, Leute, also es ist wirklich ein Moment, wo ich so ein bisschen mir gedacht habe, oh nee, oder muss das jetzt wirklich sein? Kid stichelt natürlich wieder so und ärgert die, weil die Strohhüte wollen eigentlich den sicheren Hafenweg nehmen, dass sie runtertransportiert werden und so, und Kid sagt halt, ne, Weicheier so mäßig, nimmt den Wasserfall, und dann nehmen sie alle den Wasserfall am Ende, Ruffy, Law und Kid, aber Law sagt halt noch eine Sache, auch beim Tschüss sagen, mehr oder weniger, da sagt Law noch zu Ruffy beim Tschüss sagen, das nächste Mal, wenn sie sich sehen als Crews, sind sie Feinde, und er wird ihr Leben nicht verschonen, das sagt Law hier beim Tschüss sagen zu der Strohpiratenbande, und Ruffy sagt nur, yo, kein Problem, und Chopper ist ein bisschen emotional und traurig, beziehungsweise ein bisschen verweichlich gegenüber Law, weil er ihn halt auch schon ins Herz geschlossen hat, genau wie wir, Leute, und dieser Satz von Law, ich weiß nicht, Leute, ich finde das nicht gut, ich sag's wie es ist, denn Law ist für mich kein 0815 Allianz-Heini, mit dem Ruffy mal eben eine Allianz gemacht hat, wie jetzt Kid oder sowas. Kid und Ruffy, die waren immer schon Rivalen so, und das ist eine Allianz, die beiden sind trotzdem Rivalen, aber bei Law ist das für mich ein bisschen was anderes. Also, das hat Ruffy für Law schon gemacht, alleine, dass er Doflamingo besiegt hat, Ruffy und so alles, das war ja mehr oder weniger auch für Law, zwar für das Königreich und so, aber Law hat ja auch wirklich da ohne Ende profitiert von Ruffy und seiner Kraft. Und wie lange, Leute, seit Punk Hazard und so sind die zusammen, sie haben sich schon auf Punk Hazard, haben sie sich zusammengefunden und gesagt, okay, lass uns den Kaiser Kaido besiegen, so, und jetzt gefühlt 10 Jahre später, also wirklich 10 Jahre später, ist es jetzt soweit, und ich sehe das jetzt echt nicht kommen, dass das Law, das mit seinem U-Boot, dass sie sich ja irgendwo treffen demnächst, und sei es dass die letzte Insel Lodestar, wenn sie sich da treffen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann gegeneinander kämpfen, aber Oda will es halt wirklich so machen, Oda will es wirklich so machen, dass die Allianz nur zweckmäßig war und dass sie sich nächstes Mal treffen und dass Law wirklich noch hinter dem One Piece her ist, und für mich war Law gefühlt schon so ein inoffizielles Crewmitglied von Ruffy so, und jetzt ist er einfach wieder so ein Feind, also ich weiß nicht, Leute, ich finde das ein bisschen übertrieben, und ich weiß auch nicht, wie ernst das wirklich gemeint ist, ob Law wirklich jetzt, wenn sich das nächste Mal treffen, ob die wirklich dann irgendwie verfeindet sind, also ich kann mir eher vorstellen, dass das so ein Shanks-Mihawk-Ding ist, so ein Whitebeard-Roger-Ding mit Ruffy und Law, die würden sich niemals auf Ernst irgendwie umbringen oder sowas, aber es wird halt so ein bisschen von Oda hier so gemacht, und ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich nicht einfach normal verabschieden, aber okay, die sind halt wirklich Rivalen, Law ist halt echt hinter dem One Piece noch her, der wird mit seiner Crew jetzt auch weiter segeln, so, deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht jetzt mit Law, also ich finde das ein bisschen schade, irgendwie die Verabschiedung von Law zu Ruffy, also die waren ja so lange jetzt zusammen, haben so lange an einen Strang gezogen und für mich einer der größten Ehrenmänner, so, Marco der Phönix wurde hier gar nicht mehr gezeigt, irgendwie, ich bin gespannt, was mit dem ist, also es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende auch auf der Sunny ist im nächsten Kapitel und wir das mitkriegen, weil der weiß, das geht in Richtung Swings zu der Insel, wo er auch hin will, aber keine Ahnung, bis jetzt war er hier noch nicht irgendwie zu sehen, in den Spoilern auch nichts und das ist die sehr detaillierte Fassung, also eigentlich hätte er hier auch sein müssen und sich verabschieden müssen, was jetzt nicht der Fall war und zu Carrot ist jetzt hier auch nichts mehr, Leute, wo ich auch schon wieder das sehe, dass Carrot sich irgendwo auf dem Schiff der Sunny versteckt hat, irgendwo in einem Fass oder so sonst wo. Leute, Wano Kuni als solches, also ich finde immer noch, es ist einer der besten Arcs, ich finde aber auf der einen Seite hat er sehr, ich will nicht sagen zäh gestartet, aber er hat ein bisschen angefangen, die letzten Jahre waren ein bisschen gerushter, gerade wenn man den Anfang sieht, so Leute, es fing erstmal wirklich gediegen an, mit dem Leid des Landes, der einzelnen Leute, der Dörfer und es hat ewig gedauert, Onigashima immer nur aus der Ferne gesehen und dann Udon und so, das hat auch alles lange gedauert und Onigashima, gerade der Kampf ging auch sehr lange. Ich fand, wie gesagt, nur der Moment, wo Ruffy in Gear 5 gegangen ist, ab da hat es so stark angezogen, was die Geschwindigkeit angeht und das alles meiner Meinung nach ein bisschen zur Promo-Gunsten für Film Red. Also ein bisschen hat Oda Wano Kuni am Ende gerusht, weil Film Red, wie gesagt, an der Tür klopfte und das Ganze halt der riesen Promo-Move war, dass Shanks ankam, auch noch im Manga und so. Und das ist ein bisschen schade, also dafür, dass Wano Kuni so ein langgezogener Arc ist, also langgezogen will ich nicht sagen, aber über 4 Jahre, das ist halt auch ein Arc, der viel Aufbau braucht und sowas, ne? Das ist halt ein Arc, der so viel braucht, da hätte man sich aber auch noch 5 Kapitel mehr gönnen können jetzt im Epilog so ein bisschen, auf der Insel noch so ein bisschen ein paar Sachen klären oder so. Obwohl man jetzt im Nachhinein auch sagen muss, wäre das jetzt noch wirklich nötig gewesen? Ist das nicht sogar jetzt geil, dass es zur nächsten Insel geht, dass es weitergeht so? Haben wir nicht alle langsam die Schnauze voll von Wano, auch wenn da jetzt keine Gefahr mehr ist und so? Ich freue mich einfach, dass es jetzt weitergeht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das so seht. Es ist wirklich geisteskrank, Leute. Ich finde den Arc absolut geil, absolut genial. Ich bin erstmal raus, liebe Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.